heute Tag 3 unserer Baugeschichte. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Ich gehe jetzt eben ganz schnell mit den Hunden einmal raus, bevor die Bauarbeiter kommen. Weil dann gestaltet sich das halt wieder alles nicht ganz so einfach. Es ist laut, es ist schmutzig. Ja. Man kann sich halt auch nicht so bewegen, wie man sonst möchte, ne? Also, ich bin ja so, renne halt ganz gerne vormittags so rum wie so ein Penner. Also ich renne auch immer rum wie ein Penner. Aber, ja, ne? Also so ohne Tidi-Knast und so. Das geht jetzt halt nicht so, ne? Man will die armen Menschen ja auch nicht verschrecken. Dann ist das so, man fühlt sich auch so blöd, wenn man dann sich hinsetzt und isst oder so. Also so geht mir das zumindest. Das ist immer so, ja, wie kann ich mich jetzt bewegen halt, ne? Alles ganz... Aber irgendwie am schlimmsten ist der Dreck. Der Dreck. So, man saugt morgens. Also ich habe jetzt vorhin gesagt, um 7 ist der Große zur Schule. Und dann habe ich schnell gesaugt. Aber wir haben auch gestern Abend gesaugt und ich weiß ganz genau, heute Abend werde ich auch nochmal wieder saugen und ja. Wir hatten am ersten Tag ja direkt auch mal kein Wasser. So den ganzen Tag, was richtig cool war. Und duschen müssen wir jetzt ja, wie gesagt, in meiner Lieblingsdusche. Aber wir kommen voran. Und ich glaube, das wird richtig cool, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird richtig cool. Aber jetzt werde ich erstmal die Gassi-Runde mit meinen Wuzis genießen. Und würde sagen, das war es auch schon mit einem kleinen Zwischenbericht, weil ich will auch nicht so viel erzählen. Ich diesbezüglich ja ein ganzes mache. Ein ganzes, richtiges, tolles Video. Also was heißt toll, ne? Gucken, ob es toll wird, aber euch dann alles erzählen möchte. Okay, auf jeden Fall, ja. Das war's jetzt. Wir gehen jetzt spazieren. Eine kleine Runde. Und heute Mittag dann nochmal eine größere Runde. Aber so, dass die Hunde sich schon mal einmal ausgeschiedert haben. Gut. Das war's dann. Also, oh, ich häng fest. Bis dann.